Willkommen in New Yorks Untergrund, wo ein brutaler Wettstreit stattfindet. Und jeder darum kämpft, der Beste zu sein. Gerätst du bei diesem Spiel ins Stolpern, werden sich alle von dir abwenden. Für Sean MacArthur war jeder einzelne Tag ein Kampf ums Überleben. Bücher, DVDs, $20. Was soll das werden? Bis er die Chance bekam. War ziemlich beeindruckend, was du heute draußen gezeigt hast. Mehr aus seinem Leben zu machen. Du stehst aufs Kämpfen? Nur wenn ich muss. Du kannst $5,000 verdienen. Hört sich interessant an, hä? Und, gibt's irgendwelche Regeln? Ja, wenn du verlierst, kriegst du nichts. Los, mach ein bisschen Geld. Wieso habe ich nie von dir gehört? Nichts gegen sie, aber das könnte ich sie auch fragen. Sieht aus, als hätte Harvey einen Gewinner. Ist das große los? Ich bin Sean. Zulei. Klingt wie schulfrei. Ja. Bringen Sie sie sicher nach Hause, okay? Danke, Sean. Oh, du hast mich Sean genannt. Sehr schön, gute Nacht. Jetzt bringt ihn jeder Kampf. Das ist ein Riesenkerl, geh nicht zu dicht dran. Ja, toller Tipp. Stück für Stück näher. Was machst du denn hier? Ich bin die letzten 2 Stunden hier rumgelaufen, in der Hoffnung, dich zu treffen. Zu dem Leben, das er immer wollte. Wo geht's hin? Wir sitzen in dem $100,000 Mercedes, der Rest ist egal. Aber alles hat seinen Preis. Diese Typen kontrollieren die ganze Stadt. Wir haben viel Geld verloren, weil wir auf deine Niederlage gewettet haben. Vielleicht solltet ihr nächstes Mal auf Sieg setzen. Für manche Chancen. Vielleicht sollten wir deinen Mann bei einem unserer Kämpfe antreten lassen. Bei einem großen. Eine 500.000 für den Gewinner. Lohnt es sich, ein Risiko einzugehen? Was geht hier vor? Ich habe mein ganzes Geld gegen uns gesetzt. Und für manche Träume. Wieso solltest du das tun? Wir reden hier über viel Geld. Lohnt es sich zu kämpfen? Denkst du, ich weiß nicht, dass ich ein Niemand bin? Aber das bin ich. Niemand. Der einzige Weg, mich zu besiegen, ist, wenn ich auf die Bretter gehe. Zwing uns nicht, dich zu besuchen. Ich habe keine Angst vor euch.